So, hallo zusammen. Es ist tatsächlich passiert. Depeche Mode haben eine neue Single draußen. Ghosts Again ist pünktlich erschienen, wie angekündigt, um 17 Uhr am 9.2. Auf YouTube ist das neue Video präsentiert worden und wird jetzt in diesem Moment 100.000-fach angeklickt, damit sich die Leute, die Fans, einen Eindruck verschaffen können. Zeitgleich ist das gute Stück auch auf Spotify erschienen, präzise um 17 Uhr. Allerdings wirklich nur dieser Song Ghosts Again. Keine zusätzlichen Songs, keine Mixe, kein Nichts, kein gar nichts. Also einfach nur die neue Nummer Ghosts Again. Doch immerhin, es gibt was Neues von Depeche Mode und das ist sogar sehr poppig und melodisch ausgefallen. Also viele schreiben jetzt schon in die einschlägigen Kommentare, dass es das melodischste und poppigste Stück seit mindestens Precious ist und man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass die neue Single Ghosts Again bei den Fans hervorragend ankommt. Der ein oder andere hat eine Träne verdrückt oder ganz und gar vergossen, eben weil bei Ansicht des Videos vielen so richtig bewusst geworden ist, dass Depeche Mode zum Duo geschrumpft sind. Andy ist nicht mehr dabei und damit gibt es nur noch Martin und Dave, die sich konsequenterweise im Video, im Schwarz-Weiß-Video zu Ghosts Again, auch so ein bisschen als Tod auf Latschen präsentieren. Die Nummer ist eigentlich aber eher positiv, was den Sound angeht. Also hat, wie auch von Martin Gore betont worden ist, einen durchaus positiven und lebensbejahenden Ansatz. Und das verträgt sich dann fast nicht so richtig mit der Aussage des Videos, in dem Martin und Dave als Sensenmänner daherkommen und sich, wie gesagt, als Tod auf Latschen präsentieren. Auffällig ist, dass der Zahn der Zeit an Martin Gore mehr zu nagen scheint als an Dave Gahn. Also im Gesicht sieht Martin fast so ein bisschen aus wie eine mundgekaute Rindsledersandale. Ist also deutlich gezeichnet von den Strapazen der Vergangenheit und demgegenüber sieht man Dave Gahn seine 60 Jahre nicht so richtig an, obgleich er ja in der Vergangenheit eine ganze Menge durchgemacht hat und in diesem Leben so gut wie alles ausprobiert hat, nicht unbedingt zum eigenen Vorteil, sogar mit der Konsequenz zwischenzeitlich mal ein paar Sekunden tot gewesen zu sein, aber heute, jetzt in diesem Moment ist alles gut und die beiden sind zurück und präsentieren ihre neue Single. Mir selbst als jemand, der musikalisch durchaus interessiert ist, ist aufgefallen, dass dieselbe Harmonie, dieselben 5 Akkorde über die gesamten fast 4 Minuten durchgespielt werden und lediglich die Gesangsmelodie nach Strophe und Refrain leicht variiert. Und das ist ein Muster, das man heutzutage eher bei Leuten wie Ed Sheeran antrifft. Das heißt, von der Struktur her ist der Song sehr einfach gestrickt. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Wir wissen seit spätestens Steve Jobs, dass die größte Raffinesse immer in der Einfachheit zu sehen ist. Das hat er in dem Satz zusammengefasst. Simplicity is the ultimate sophistication. Und in diese Richtung geht auch die neue Single von Depeche Mode. Zum Video selbst ist zu sagen, dass Martin und Dave sich gegenüber sitzen, um eine Partie Schach zu spielen. Und das so ein bisschen als Aufhänger genommen wird, als Schachspiel des Lebens sozusagen, als Kampf, in dem man strategisch denken muss und trotzdem endet das Leben meistens auf einem Friedhof. So auch hier im Video. Dave kriecht zwischen den Gräbern entlang, bekleidet auch mit Sonnenbrille. Es wirkt ein bisschen so, als wäre Stevie Wonder auf der Suche nach verlorenen Kontaktlinsen im Anschluss an die Grabpflege. Martin begnügt sich mit der Rolle des Passiven, der die Lippen präzise nur dann bewegt, wenn er auch wirklich dran ist und ansonsten den stillen Beobachter gibt. Später sagen, das Video ist auch ein bisschen mit unfreiwilliger Komik gewürzt, aber die Freude im Moment überwiegt natürlich deutlich, dass Depeche Mode überhaupt was Neues an den Start bringt. Und so ist Ghosts Again ein ganz vitales Lebenszeichen nach 6 Jahren der Abstinenz, 6 Jahre nach Spirit, wird das neue Album damit auf den Weg gebracht.
angekündigt mit einer ersten Single, Ghosts Again. In der letzten Woche kursierte ja auch eine erste Tracklist, von der nicht ganz klar ist, ob sie denn echt ist oder nicht. Vieles spricht dafür, da die Fotos, die im Netz geleakt worden sind, auch einigermaßen authentisch aussahen. Wir wissen aber einigermaßen verlässlich, dass das Album dann ultimativ am 24. März erscheinen soll. Ich hoffe, es bleibt bei diesem Datum und diese Ankündigung endet nicht in einer weiteren Ankündigung zu irgendwas, denn mit dem etwas schrägen Marketing zur Single-Veröffentlichung Ghosts Again haben sich in aller Vorsicht Depeche Mode nicht nur Freunde gemacht. Also es gab ja wirklich ein paar gesalzene Kommentare und sagen wir mal, die Leute, die Fans waren irritiert. Gut, wir werden das alle überleben. So richtig schlimm ist das in letzter Konsequenz nicht. Es geht nur um Musik. Es geht um Musik, die Spaß machen soll. Es geht um die Musik unserer Lieblingsband, die endlich wieder zurück ist. Jetzt mit einer ersten Single und dann in Kürze auch mit dem neuen Album. Und das ist doch viel, viel wert. Anton Cobain ist wieder mit am Start und hat ein anständiges Video gedreht, das die aktuelle Situation so ein bisschen aufgreift. Eine gewisse Trauer schwingt mit im Angesicht des Abgangs von Andy Fletcher. Ein Abgang, der viel zu früh erfolgt ist und definitiv unnötig war und auch ungerecht. Ja, da wirst du 60 Jahre alt, hast im Leben so gut wie alles erreicht. Es fehlt dir an nichts. Du bist erfolgreich und blickst auf eine Karriere zurück, die kaum jemand macht im Musikgeschäft, und dann stirbst du mit 60 Jahren so einfach. Ja, das ist doof, das ist dumm gelaufen. Das wünscht man sich normalerweise anders, da stellt sich ein jeder für sich selbst auch anders vor. Und dann auf diese Art und Weise, na, Ortenabriss war es, glaube ich, zu sterben, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Umso respektabler, dass die beiden sich nochmal zusammengerauft haben, die verbliebenen Mitglieder Dave Gahan und Martin Gore, und in die musikalische Spur zurückgefunden haben, um uns mit einem neuen Titel zu beglücken. Bei einer Papstwahl, wenn der neue Papst gewählt ist, dann heißt es Annuntio Vobis Gaudium Magnum. Ich habe eine frohe Botschaft für euch und die gab es heute definitiv auch. Die neue Single Ghosts Again von Depeche Mode, die erstmal auf ein durchaus positives Echo trifft. Es gab hier und da ein paar zurückhaltendere Bemerkungen im Hinblick auf den Song selbst, weil der tatsächlich sehr, sehr schlicht beginnt und sofort war wieder zu hören, ja, die Drums sind so lahm und es passiert nicht viel. Tatsächlich geht der Song ja nur los mit einer relativ sanften Bassdrum, einer noch sanfteren Snare und einer Begleitung durch die Grundtöne der Harmonie, gespielt vom Bass, aber nur in einfachen Vierteln. Also alles sehr schnörkellos und nur begleitet von einem typischen Gitarrenlick, wie man es von Depeche Mode in den letzten 20 Jahren auch schon das ein oder andere Mal gehört hat. Aber der Song baut sich nach hinten sehr stark auf und bekommt dann doch auch nochmal eine Verstärkung mit sogar einer verzerrten Gitarre, die neben der unverzerrten Gitarre im Hintergrund dudelt und einigem elektronischen Ear Candy, der da eine Rolle spielt und das Stereo-Panorama erweitert. Eine sehr schöne Produktion von James Ford. Positiv ist, dass nicht, wie es auf den letzten 3 oder 4 Alben der Fall war, der Gesang von Dave angezerrt worden ist oder ja, verfremdet worden ist. Das hat man eigentlich nicht nötig, wenn man auf eine Stimme wie die von Dave Gahan zurückgreifen kann. Und das ist ja so eine Typizität von Depeche Mode, die Band in der Vergangenheit, in den letzten 40 Jahren, möchte ich sagen, erfolgreich gemacht hat, und dass das jetzt wieder aufgegriffen wird und im Rahmen eines catchy Songs wieder verwirklicht wird, ist allemal was Positives und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Im Moment bin ich gespannt, ob es noch ein paar Mixe gibt, ob es B-Seiten gibt, die man noch würdigen kann im Zusammenhang mit der ersten Single Ghosts Again. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Heute ist erstmal nur dieses Stück veröffentlicht worden. Ich nehme schon an, das war nicht alles, zumal ja schon einzelne Töne eines Remixes aus England im Netz kursierten. Da kommt also noch was auf uns zu. Auch wenn
im Moment sowas noch nicht in Sicht ist. Für heute bin ich erstmal ganz zufrieden. Es gibt einen neuen Song, der Spaß macht und der auch ins Radioprogramm passt, weil er einfach die Melodiosität hat, die im Spartenradio heutzutage benötigt wird. Und die Zielgruppe zeigt sich zunächst mal begeistert. Soweit, so gut. Ein erster Eindruck von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.